Alles klar, die Aufstellung. Wir sehen sie wieder nur von hinten. Also, let's go. Großer Preis. Der BRWT in Australien beginnt. Und Crowley mit einem Blitzstart geht da vorne rein. Und ihr wisst, Australien, Leute, ne? Da hinten macht schon einen Abflug. Macht schon einen Abflug und ist einer kaputt. Ich glaube noch nicht. Aber hier sehen wir hinten auch, glaube ich, auch Flügelteilchen fliegen. Da geht's, ja, für sauber geht's hin und her. Und da fliegen die Teile über die Strecke von links nach rechts. Crowley und Honigdachs machen vorne ihr eigenes Ding. Snips auf 3. Reifenboden Lando, Marcel HP, massive Ikone, Blood Brothers, Steppy, Katastrophe. So, jetzt der Angriff natürlich. Und, ja, und es geht weiter. Es geht weiter. Sehen wir eventuell Kleinholz. Der Blood Brother greift auch an. So, innen erstmal der erste Mord. Die nun hinten. Oh, Steppy. Auch mit Problemen. Ich glaube, er wollte da auch irgendwie mitmischen, was aber nicht ganz so funktioniert hat. Aber jetzt wird es hier richtig spannend und spaßig. Spannig. Oh, jetzt nein, nicht der Abflug vom Alien. Das Alien, das geht mal die Sigourney Weaver suchen. Oh Gott. Ja. Damit ist natürlich erstmal die tolle Platzierung im Eimer. Aktion, okay. Oh, ja. Das, genau. War Steppy hat das Schwein, dass er vor Aktion bleibt. Und Aktion hat gehofft, dass er vor Steppy bleibt. Aber, ja, dem war nicht so, dann wurde Aktion zurückgepfiffen vom Game. Und gesagt, na, du hast 15 Sekunden Zeit, um Platz zurückzugeben. Und jetzt mit dem Ausrutschen von Aktion Plätzchen war aber super verlangsamt. Hätte auch vorbeifahren können. Weiß nicht, ob das dann gezählt hätte als Unfall. Aber natürlich, so ist Fair Play und so mögen wir. Ja, die anderen können alle mitziehen. Honigdachs hat schon mal ein bisschen rausgeguckt. Und jetzt Snips innen nutzt da die Chance, am Honigdachs vielleicht vorbeizugehen. Oh, das wird eng. Das wird eng, Leute. Das wird eng. So, ein Honigdachs kann er. Oh, ja, sauber. Mappa kollidiert dann mit dem Honigdachs, der da auch schon fast daneben war. Aber würde ich alles sagen, ist dann noch im grünen Bereich. Und da wird er von der Strecke gefahren! Von Snip! Und das gibt jetzt ein Riesenchaos hier. Reifenbrot nutzt die Chance, geht vielleicht vorbei. Und nochmal Gaming auch. Aber richtig vor der Strecke gefahren. Und Marcel hat auch eine Chance genutzt, wieder nach vorne zu kommen. Also sind das schon größere Probleme jetzt aktuell. Aber auch hier, ne? Lando Norris ist hinter Williams und Sauber. Das ist hier mal gut gegangen. Kann er denn auch nach vorne angreifen? Denn die Mappa ist halt nicht im DRS, ne? Ne, also hier geht das noch nicht. Hinten gibt es aber einen Sauber vorbei. Der Monkey ist vorbeigegangen am Alien. Und vorne jetzt Mappa und Norris. Jetzt hat Norris die Chance genutzt, um Sauber vorbeizugehen. Und das Reifenboot möchte das ähnlich machen. Und auch da wurde es. Ja, es gibt jetzt super Platzänderungen, denn auch an der Spitze gibt es einmal, übernimmt der Blood Brother vor HP die Spitze und jetzt, oh, jetzt möchte Crowley die Chance nutzen. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. So, einen hat er geholt. Und hier zu überholen ist Wahnsinn. Und da vertut sich die massive Ikone mal ein bisschen. HP hat keine Chance, da mitzugehen. Crowley übernimmt jetzt die Führung vor Blutsbruder. Und HP hat erstmal das Nachsehen. Aber der Honigdachs, der möchte auch vorbei. Hat er jetzt die Möglichkeit? Hat er jetzt? Er ist komplett außen. Aber er kann sich nur den Aston Martin erstmal holen. Den Haas-Piloten noch nicht. Gehen wir mal rein zu HP. Wie schaut es bei ihm aus? Er hat natürlich jetzt Logenplätze erstmal.
kann dahinter bleiben, aber er sollte schon recht nah dran sein, um vielleicht auch einen Angriff zu setzen. Und wir sehen, jetzt wird er zukommen, also auch HP. Oh, HP traut sich doch gar nicht richtig. Jetzt gibt der Gummi. Also hinten ist Lando eigentlich in einer sehr guten Position an Axion. Axion schaut aus und tritt vorbei. Und Lando wieder Cuttings, gleich zwei mitgenommen, glaube ich. Eieiei. Oh, Struggle von Aureli. Und da ist schon Norma Gaming im Grunde vorbei am Alpin. Und da driftet er auch weg. Also der hat arge Probleme. Da bleiben wir jetzt aktuell noch ein bisschen. Ja, okay. Also, oh mein Gott, warum habe ich das kommen sehen? Warum habe ich das kommen sehen? McDuffie und Aureli. Mann. Wäre doch nicht passiert, wenn er in die Box gefahren wäre. Warum Track Positions um jeden Preis? So. Vorne Norris und Norma Gaming duellieren sich auf 4 und 5. Und vorne hat sie auch was getan, nämlich Axion hat sich Crowley geholt. Und wir schauen mal Penalties. Ja, also Crowley immer noch ohne. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde, ne? Also es ist die letzte Runde. Axion mit der absoluten Bestzeit. Ja, selbst wenn er halt über die Linie fährt, mit der Zeitstrafe ist das dann vorbei, der Sieg. Sehr gut gemacht, damit wieder alte Rangliste vorbei. Und ich würde auch sagen, bleibt so, alles cool, ihr rettet euch dann ins Ziel. HP versuchte alles rauszuholen, aber dem ist jetzt sein ERS ausgegangen. Da geht nicht mehr viel. Und die drei hier, super Rennen am Ende, muss man echt den Hut vorziehen. Und HP schafft's in das DRS-Fenster. Axion muss alles rausballern, sonst wird das nichts mehr. So, vorne erstmal Honigdachs durch. Und HP aufs Podest vor Axion. Wahnsinn. HP doch noch auf 3. Ihr könnt jetzt auch eine Tasse oder eine Cap von mir kaufen. Und würde mich freuen, wenn ihr euch melden würdet. Also vielen Dank natürlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.